vergessen, die Aufnahme zu starten. Hallo und herzlich willkommen YouTube. Wir haben noch nicht viel verpasst. Ich habe jetzt gerade meine Aufnahme gestartet. Den Replayer machen wir auch mal. So, wir fangen jetzt gerade an und ich würde sagen, was brauchen wir denn noch? Ripper? Kann ich am Rick noch was machen? Nee, da habe ich die ganzen Lebenspunkte. Hab Chinese voll aufgerüstet. Echt Chinese? Bringt das was? Reichweite. Reichweite ist immer gut, ne? Können wir ein paar Punkte reinschmeißen? Habe ich noch was? Impulsgewehr? Ich finde das Impulsgewehr eigentlich gar nicht so gut. Also eigentlich finde ich die Waffe richtig ätzend. Aber naja, was soll's. Chinese. Stase. Chinese war... war hier... Mind Control, ne? Ja, schmeißen wir doch da noch ein paar Punkte rein. Warum nicht? Und dann schauen wir mal, was unsere Mission jetzt ist. Also, wir sollen Marker transportieren. Der Marker befindet sich in der Frachtbucht des Flight Decks. Ich muss ihn von dort zur Hangarbucht transportieren. Kendra scheint das Shuttle mehr zu interessieren als Kains Plan, das kollektive Bewusstsein unschädlich zu machen. Ich kann es ihr nicht mal verübeln. Wir müssen runter von der Ishimura. Jo, dann gehen wir doch mal runter von der Ishimura. Können wir was kaufen? Ach ja, ich wollte ja den Anzug, Level 5, den kann ich mir noch nicht leisten, weil der kostet 60.000. Kann ich dann irgendwas verkaufen? Ich kann den Halbleiter verkaufen. Schon die Peng-Statue gefunden. Peng-Statue? Nee. Ich glaube nicht. Ich habe keine Statue gefunden bis jetzt. Ich könnte eigentlich mein Impulsgewehr verkaufen. Ich mag das sowieso nicht. Könnte ich mir den Anzug Stufe 5 kaufen. Aber ich gleich mal, weiß nicht, brauche ich den jetzt noch? Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie das hier so weitergeht und dann, was wir am Ende des Kapitels dann noch so an Kohle haben. Vielleicht kaufen wir uns dann noch das Upgrade Level 5. Gibt's im New Game dann die Schaumstoffwand? Ah, okay, alles klar. Ich glaube, New Game habe ich nie gespielt. Ah! Ist er weg? Oder ist er selbst explodiert? Ich glaube, der ist weg. Also ich habe das Spiel ja schon mal durch, aber habe jetzt halt für den Stream völlig neu angefangen, ohne New Game irgendwas oder so. Das ist jetzt ganz normal, erster Durchgang, mehr oder weniger. Und dann schauen wir mal, was finden wir denn hier noch alles? Da gab es schon wieder ein bisschen Kohle, das ist ganz gut. Jo, gibt ja nur einen Weg. Ah, da brüllt schon wieder jemand. Da ist gleich wieder so ein explodierender Handy um die Ecke oder so. Nee. Schon wieder eine Wegbank. Wie viel soll ich denn hier weckeln? Oh, da hinten kommen schon wieder die Big Mamas. Gibt's denn? Gibt's denn? Gibt's denn? Haben die schon immer solche Viecher rausgeschmissen? War nochmal normalerweise sind ganz klein, diese. Ah, die Data. Nie durchgespielt, Fluminati. Echt? Oh. Dann hat ihr mal was aufgefasst, ey. Also ich muss sagen, Dead Space war schon an sich in sich so ein ziemlich schönes, geschlossenes. Sympathisches Spiel. Also ich finde, da hat alles gepasst. Aktivieren. Frachtsteuerung. So. Oh, kaum fängst du an zu streamen, schon hast du Nasen. Überall Katzenhaare. Ich hätte mir das T-Shirt nicht anziehen dürfen. Ach ja. Ja, ich glaube, die 15 Mal habe ich auch schon auf dem Buckel hier bei diesem Durchgang. Chinese-Modul, Frachttransport. Der Marker! Holy! Konnte ich den nicht irgendwie hier so... kann ich nicht. Oh! Ah! Da
Komm, der dicke Arm der Gerechtigkeit. Gott, ist schon wieder da. Gott, wie viele sind denn hier? Ich sollte mich vielleicht mal aus dem Staub machen. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Also man sieht schon, obwohl man eigentlich ziemlich viele Waffen hat, ist man dann doch sehr schnell in der Bredouille, dass man von allen Seiten angegriffen wird. Da kommt schon wieder der nächste von innen. Lad nach! Da kommt schon wieder ein Explodierender! Und du? Moin Patrick Robin, was hältst du von der Razer Black Widow 2 Chroma V2? An sich eine sehr coole Tastatur. Ich habe sie selber hier noch. Wo liegt sie denn? Meh, da liegt sie noch. Ich benutze sie momentan nicht mehr. An sich eine coole Tastatur. Ich würde sie mir, wenn ich sie mir kaufen noch, würde nochmal, dann würde ich sie mir mit wahrscheinlich den orangenen Switches holen und nicht den, was sind das, grünen? Das sind ja die quasi wie die Cherry MX Blue. Die grünen sind ja wie die blauen. Und die orangenen müssten wie die roten sein, glaube ich. Die habe ich nämlich jetzt hier gerade in dieser Tastatur drin. Und ja, an sich eine coole Tastatur. Ich mag dieses ganze RGB-Implementierung. Ich meine, ich habe es bei Overwatch halt mal angehabt. Ist natürlich Schnickschnack und man guckt sowieso nicht drauf, aber es ist halt irgendwie ganz fancy und ich mag RGB und ich mag leuchten und ich mag es blinkend. Was mich jetzt bei der Tastatur am meisten gestört hat, war, dass einige Tasten, die 7 beim Numblock, die ist kaputt gegangen. Und ich habe meine Tastatur wirklich gut gepflegt, also ich habe die regelmäßig sauber gemacht. Also alle Tasten ausgebaut und da mit Alkohol drin rumgeschrubbt und mit kleinen Wattestäbchen und sowas alles. Aber die 7 hat irgendwie einen Hänger gekriegt. Ich weiß nicht warum. Aber an sich finde ich es eine coole Tastatur. Also schön verarbeitet. Ich habe keine Munition mehr. Damn it. So, waren das jetzt alle Arme? Ich hoffe, ich habe damit deine Frage ausreichend beantwortet. Oh Gott, wieso kommen hier jetzt so viele? Muss ich jetzt echt das Ding einfach nur transportieren oder wie? Da ist ja gleich der nächste hier. Oh. Ja, die blauen Switches sind generell einfach halt ziemlich laut. Deswegen, also ich bin mit den roten, die ich jetzt hier habe, in dieser ganz billigen Cherry MX Board 3.0. Mit dem bin ich super zufrieden. Die fühlen sich auch geiler an. Die haben auch eine frühere Reaktionszeit. Die blauen reagieren ja allgemein ein bisschen später. Die musst du ja weiter reindrücken, bevor da irgendwie ein Tastendruck registriert wird. Hättest du eine Alternative empfohlen? Ich persönlich habe nicht so viele Tastaturen ausprobiert. Wenn, dann wüsste das wohl, glaube ich, am allerersten der Cracky, weil der hat immer viele verschiedene Modelle da auch gehabt, auch so wegen Reviews und sowas alles. Oder, ja, vielleicht auf unserem Discord-Server. Mal reinschauen. Und, da ist er. Steht auch unterm Chat. Unterm Stream. Ups, das war jetzt zweimal. Ansonsten vielleicht Cooler Master oder so oder Corsair mal umhören. Ich weiß nicht, wie da die Qualität ist. Vielleicht mal da ein paar Rezensionen lesen oder Videos. Oder was auch noch ginge, YouTube, Linus Tech Tips. Die haben auch immer ganz viele Tests zu Tastaturen. Da
einfach mal umschauen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt habe ich mich hier die ganze Zeit verfranst. Ach, ich muss wieder hoch. Darf ich vielleicht auch hoch und Munition kaufen oder so? Muss ich jetzt hier weiter? Ich muss jetzt quasi in den nächsten Raum, oder wie? Ich muss jetzt mal die ganzen Tasten wieder draufkriegen. Eine Woche nicht gespielt und schon... weiß nicht mehr, wo es lang geht. Safe Station. Die nehmen wir mal ganz schnell mit. Ich glaube, ich muss noch mal schnell zurück und Munition kaufen. Ich habe die Stromzufuhr zum Aufzug wiederhergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich gehe gleich hoch zum Flight Deck. Oh Gott. Ich renne lieber. Drück mir die Daumen. Ich drück dir die Daumen, Mädel. Sehr gerne doch. So, was brauche ich denn? Ich brauche Energieknoten. Nein, Energieknoten brauche ich nicht. Plasma-Energie brauche ich. So, und damit bin ich jetzt natürlich wieder weiter von meinem Anzug entfernt, aber was soll's. Ist nun mal so. Dafür habe ich ein bisschen Munition. So, wo darf ich denn jetzt lang? Hä? Ich soll hier doch wieder weiter, echt? Hier musste ich nichts mehr machen? Ach, hier durch, ne? Ja, okay. Und dann soll ich ins, wo soll ich hin? Ins Flight Deck, Hangarbucht. Der Marker ist unterwegs zur Hangarbucht. Kein sollte inzwischen auch dort sein. Heilung, 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 Heilung. Schwupp. Mal fix geheilt. Hallo? Hello? Anybody here? Doesn't look like it. Nochmal fix speichern. Und dann... Jo. Einfach immer der Nase nach, ne? Immer der Blutspur folgen. Aber warte mal, ja, hier habe ich doch angefangen, oder nicht? Ach ja, genau, das war ja der erste Raum hier, wo ich da angegriffen wurde. Sieht wie Doom 3 aus. Hat auf jeden Fall... Ich meine... Gefährliche Anomalie registriert. Weltraum. Quarantäne wurde aktiviert. Viecher aus der Hölle, beziehungsweise Untote. Da sind schon auf jeden Fall schon ein paar Parallelen zu erkennen. Oh! Familientreffen! Noch jemand? Jetzt bleibt doch mal liegen! Also schon mal! Ah, damit. Boah, der war einen rechten Haken drauf. Quarantäne aufgehoben. Looten und Level. Nicht vergessen. Die ganze Loot mitschnacken. So, wo ist der nette, gute. Ausgezeichnet. Ist der lang? Nein, muss ich noch nicht. Wo ist der Marker? Warte mal, wenn das die Hangarbucht ist, wo ich angefangen habe, wo ist denn mein Raumschiff? Ist das explodiert? Ach ja, das ist explodiert. Die automatische Verladesteuerung reagiert nicht. Sie müssen die Schwerkraft im Hangar deaktivieren und den Marker manuell unter das Shuttle bringen. T-2004 war schon ziemlich cool, ja. Ob es jetzt der beste war? Ach, ich muss wieder zurück. Ich muss hier nur einmal rein, um die Cutscene da irgendwie zu triggern. Ich
Spielmodi haben mir auf jeden Fall gefallen in UT 2004. Welcher kam dann neu dazu? War das der mit den Baselink da? Wo du da quasi diese Knoten ausschalten musstest, bevor du da irgendwie hinkonntest? Weiter in die Richtung. Hat hier irgendwie was von Alien. Alien 2 irgendwie, wo sie da... Oder war es Alien 1, wo sie runtergeht? Ich glaube, es war Alien 2. Schwerkraft! Eintritt Schwerelosigkeit. Deactivate. Na was? Nee. Zartbitter natürlich. Wo soll ich hin? Einfach hier runter? Kann ich da runterlaufen? Nein. Aber ich kann Nosedive machen. Muss ich jetzt die Schwerelosigkeit wieder aktivieren, damit ich den Marker da ranziehen kann, oder wie? Ich glaube, ne? Oder auch nicht. Oh, hier höre ich doch gerade was. Ah! Komm, da geflogen! Na, das ist noch irgendeiner. Das sind so viele. Komm mal her. Da. Du explodierst. Da ist der andere da. Hilfe! Kriegen wir auch sicherlich irgendwie mit so einer Rakete, oder? Mit so einem explosiven Sprengfass. Ah ne, der dreht sich einfach so. Okay. Was war das? F. Komm raus! Moin, Druide! Grüß dich. Musik? Jetzt hängt er einfach an. BTF. Ach ja, das Teil ist schon lustig hier. Wie weit bist du schon? Hab gerade zugeschaltet. Jasikeule, ich bin in Kapitel 11, müsste ich sein, von 12 insgesamt. Jetzt kann ich den, glaube ich, drehen. Jetzt kann ich den nicht drehen. Ach, jetzt kann ich den darüber schieben und dann kann ich den drehen. Muss ich auch noch Tetris spielen mit dem Ding. So, jetzt kann ich den da hinschieben und den kann ich... Also wir sind auf dem Weg auf die Zielgerade. Und ich will das heute auf jeden Fall noch durchschaffen. Möglichst in einer reasonable Zeit. Wie heißt das? Wie heißt das deutsche Wort für reasonable? Mir fällt es gerade nicht ein. In einer... Logisch. Oi, ja. Ein bisschen was auf jeden Fall. Macht aber gar nichts. Gibt's alles auf unserem YouTube-Kanal Ravioli Extras. Angemessen. Angemessen seid ihr. Genau. Dankeschön. Komm her. Ich brauch dich. Verdammt! Ich will nicht meine ganze Munition an diese dicken Viecher verballern. Oh, da kommen noch welche. Hier, komm. Kann ich die mit dem MG platt machen? Kostet mich sogar noch mehr Munition. Ich glaube, der ist aber tot. So, jetzt kann ich den hier wieder rüberschieben, hoffentlich. Kann ich nicht? Jetzt kann ich den nicht rüberschieben. Ups, weil ich den falschen erwischt habe. Ich wollte den hier. So.
Nu! Steuerung! Was? Schienensteuerung offline. Wieso ist die Schienensteuerung offline? Wer hat meine Schienensteuerung geklaut? Wie mache ich die denn jetzt wieder an? Die ist auch offline. Wo schalte ich die wieder ein? Moment. Markerposition. Muss den Marker über die Frachtschienen bewegen und ihn unterhalb des Shuttles positionieren. Das wäre doch da richtig gewesen. Oder muss der einfach nur noch weiter? Nee, der muss doch da hinten um die Ecke, oder nicht? Ha. Erstmal looten. Bist schon richtig. Ja, ich meine ich auch, ne? Frage ist immer, was bedeutet unter dem Shuttle positionieren? Weil hier geht es ja nun nicht weiter. Hier kann ich ja nicht weiter langziehen. Oder? Doch, kann ich. WTF! Okay, alles klar. Okay, in Position. Wir haben immer noch Probleme mit dieser verdammten Verladesteuerung. Isaac, stellen Sie die Schwerkraft wieder her. Ich sollte dann den Marker verlassen können. Mhm. Klar, wieso kann ich den eigentlich nicht über, wenn keine Schwerkraft ist, über die, durch die Luft ziehen? Wieso muss ich ihn eigentlich über den Boden schleifen? Wo ist denn jetzt dieses blöde Podest? Warte mal, da ist das Schiff. Ja. Hier muss es doch irgendwo sein. Hallo? Bin ich jetzt blind? Da ist es. Da wollte ich hin. Und dann können wir die Schwerkraft wieder einmachen. Dann kann ich mich jetzt doch sicherlich mit dem Marker auf den Weg machen. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Aufgabe erfüllt. Neue Bauoption. Was sagt der Journal? Keiner am Shuttle treffen. Der Marker ist an Bord. Jetzt können wir endlich von diesem Schiff verschwinden. No, we can't. No, no, no. Hier drüben! Wir dürfen keine Zeit verschwenden! Wir müssen es jetzt tun! Ja. Sowas dachte ich mir. Warte, Amelia. Wo gehst du hin? Warte! Ja, gut. Da fliegt der Marker und, ja. I fucked up. Sorry, Isaac. Aber damit konnte ich ihn nicht davonkommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Baylor geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was kein nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Das ist ein Strafplanet, muss man wissen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Weiß mal wieder keiner. Ein Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach EG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kein hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht. Ja, who cares? Isaac, ich bin's, Nicole. Du musst mir helfen. Uns helfen. Sofort. Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac, beeil dich. Bitte. Ich liebe dich.
Ich dich auch. Ich komme. Wo ist der Kontrollraum? Der Flugkontrollraum. Whatever. Ah. Verdammte Regierung. Sowas kommt dabei raus, wenn man sich sein eigenes Essen bastelt. Wenn man sich das irgendwie, keine Ahnung, im Reagenzglas züchtet. Wie romantisch. Die Nickel. Mein liebe Schätzelein. Wie war das? Was habe ich da nochmal benutzt? Ach, jetzt habe ich einen. Wollte den hier benutzen. So, und dann jetzt hier mal ein bisschen. Rasieren. Da, Arme ab. Noch einer. Noch was. Und den dann noch. Und dann muss es eigentlich schon durch sein. Ist jetzt durch? Oder muss ich den noch töten? Ah, jetzt ist er. So, und ich muss jetzt aber auch noch was irgendwie platt machen. So, nur aber. Die Viecher sind immer so nervig. Ja. Mit denen habe ich schon einige Bekanntschaft gemacht. Die. Ja. Haben mich ein bisschen kopflos dastehen lassen. Du siehst ein bisschen leblos aus. Mir so unendlich leid. Ich hatte nie vor, dir weh zu tun. Du musst ihn jetzt zurückbringen, Isaac. Du kannst das Shuttle von hier aus fernsteuern. Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Was ist denn jetzt hier noch wieder für WhatsApp-Ding an? Ich habe das doch alles ausgeschaltet. Nein, habe ich nicht. Sorry. Ja, die hat so ein paar leblose Augen, ne? Aber Geschmack hatte der gute Mann ja. Was sagt sie? Ich soll irgendwas. Was soll ich machen? Das Shuttle fernsteuern. Ich kann Kendras Instrumente von hier aus steuern, um das Shuttle zurückzubringen. Let's bring it back. Wie Inventar ist voll. Der Halbleiter muss mit. Was ist das denn hier eigentlich alles? Ripperklingen. Kann ich ja was verkaufen? Kann ich nicht. Damn you. Okay, dann verkaufen wir 7 Ripperklingen und nehmen dafür den Halbleiter mit. Speichern kann ich nicht. Aber da kann ich noch einen Knoten einsacken. Sehr schön. So, dann... einfach die Konsole bedienen. Alles klar. Wieso hast du das nicht gemacht? Ich meine, du stehst direkt daneben. Wieso muss ich das... Kann ja eigentlich keiner was alleine. Nein? Okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich dafür nicht richtig entlohnt werde für diese Mission? Du machst einen Riesenfehler. Das hier ist noch nicht vorbei. Yes it is. Guten Abend, Mundraubritter. Guten Abend, Dragon Eye. Ich begrüße euch. G09. Wiederhole, Shuttle hat Rettungskapsel abgesetzt. Spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Mädel, kannst du mal aufhören zu flüstern? Ich verstehe ja gar nichts. Da kommt es. Ich programmiere das Shuttle neu, damit wir zu Kodomi runterfliegen können. Wir sind so nah dran, Isaac. Und jetzt geh. Geh ins Shuttle. Wir treffen uns dort. Ich gehe ins Shuttle. Ich tue, wie mir aufgetragen wird. Beware. What? Beware. Don't. Was steht da? Beware. Don't look back. Speicher. Kann ich speichern? Eben konnte ich es nicht. Eben war das rot. Ah, jetzt geht's. Thanks, man. Halbleiter freut sich Craig ja auch als Mitbringsel. Ja, das wird mein nächstes Geburtstagsgeschenk an ihn. Einfach mal ein paar Halbleiter. Oder eine halbe Leiter.
Hier. Zum Flughangar. Diese Türen verlängern das Spiel auch mal eben kurz locker um 2 Stunden. Ah! Die Verwandtschaft ist da! Hui! Moin, Bromart! Ich grüße dich! Alles fit bei dir? I hope so. Hier ist doch bestimmt wieder so ein Alien an Bord. Ich finde mal grundsätzlich Aliens an Bord. War ein relativ kurzes Kapitel. Alternative Lösungen. Klar, ich habe Feierabend. Was, jetzt erst? War ein Übergang. Chapter 12. Hol den Marker mit einer der Frachtplattformen aus dem Shuttle. Ich glaube, Chapter 12 war wieder ein bisschen länger, oder? Aufgabe hinzugefügt. Hol den Marker. Ich brauche eine mobile Frachtplattform, um den Marker zu bewegen. Irgendwo hier in der Nähe muss eine bei den Schienen sein. Ich muss den Marker durch die Kolonie ziehen. Die Tür zum Versorgungslager ist offline. Ich brauche Energiezelle, um sie wieder in Betrieb zu nehmen. Yo. I can do that. Wo soll ich hin, Schatz? Wieso muss ich eigentlich einen Helm hier auf diesem Planeten tragen und du nicht? Also einer von uns macht was falsch. Finden wir eine Frachtplattform. Isaac, der Marker muss zur Sockelkammer zurückgebracht werden. Benutze den Verlader, um ihn herzubringen und wieder auf den Sockel zu setzen. Ja. Alien-Viecher! Ich lasse die Tür, glaube ich, mal zu. Ich wollte da sowieso nicht rein. Ach Gott, wie ist der denn jetzt rausgekommen? Natürlich aufgestanden. Ah, damit! Springt mich das Biest an! Hilfe! Da ist doch noch jetzt. Ist das Fliegeviech jetzt tot? Habe ich das getötet? Sieht so aus. So, jetzt kann ich mal ein bisschen wieder was verkaufen. Oh, Diamanthalbleiter. Hier kommt doch noch. Zu unserem Stufe 5 Anzug. Yes! So muss man es aussehen. Space Samurai. Nee! Das ist die gute alte Wii Shop Music.
Plasma-Energie. Nobody needs Knoten. It's all about the ammunition. You know? Moin, Steeltech. Da haben wir noch zwei, die können wir jetzt noch irgendwie reinbuttern. Und zwar Plasma Cutter, Capacity, was können wir noch machen? Ich krieg da nicht wirklich viel. Nachladen kann ich nochmal einen hoch machen. Und dann Tempo. Da würden wir Tempo. Ja, nehmen wir das Tempo. Das schneidet das schneller. Zwar keine Ahnung, was das genau bringen soll, aber. It's all about the Plasma Cutter. Haben wir noch irgendwas Nettes aufgesammelt? Ja, das ist ja mal den ganzen Kram hier einsammeln, den wir zum Upgraden brauchen und so. Und Geld verdienen. Und dann können wir uns jetzt auch tatsächlich mal auf die Suche machen nach diesem blöden, komischen. Auf dieser Plattform. Dear God, keep us safe from Monster. Der hängt hier aber ganz schön rum. Eins ist gerade gestartet, kam direkt wieder zurück und krachte noch in den Halbleiter. Jetzt hat er bei ein paar hundert Leute getötet und alle verbliebenen Shuttle zerstört. Man könnte fast meinen, das Spiel will mich gerade darauf vorbereiten, dass ich hier irgendwie. Dass ich. Nicht hier landen, ja, das ist zu spät. In den Kampf eintrete. Was ist da? Interstellar Sports. Zelle mit. I do my very best. So, Halbleiter verkaufen. Stasebeck. Stasebeck brauche ich nicht. Einen kann ich behalten. Plasma-Energie. Ich habe ja sicherlich noch gerade Ripperklingen gefunden. Jetzt siehst du mal. Den Flammenwerfer-Kram kann ich verkaufen. Und dann. Sehr schön. So, nochmal speichern. Yes. Ah! Kann man bestimmt auch einfach irgendwie tot trampeln oder so. Ja, siehste, kann man sich irgendwie einen Schuss sparen. So, wo wäre denn jetzt hier so eine Rampe, so eine Laderampe? Sie ist doch irgendwie in der Nähe des Shuttles, oder? Oder muss ich die quasi erstmal von ganz drinnen quasi rausholen? Wo will er mich denn hinjagen? Doch, da ist doch richtig. Was sagt er jetzt hier? Energiezufuhr. Lader offline. Lader ist leider offline. Nochmal kurz das. Ich brauche eine mobile Frachtplattform, um den Marker zu bewegen. Irgendwo hier in der Nähe muss eine bei den Schienen sein. Ich muss den Marker durch die. Ja. Also. Ah, guck mal da. Ja, genau. Da, den Strom brauche ich. Und die lag. Wo lag die denn? Lag die da drinnen? Ja, da ist sie. Und jetzt kann ich auch meine Plattform dahin bewegen.
finden. Achso, okay. Wo kommt der denn jetzt her? Ich denke, der kommt aus dem Raumschiff. Okay, scheinbar nicht. Alles hier drauf ausgelegt, so einen Marker zu transportieren. Was? Dass das Ziehen aber auch so ewig lang dauert immer. Kann ich den nicht irgendwie jetzt hier von der Seite irgendwie schubsen? Nee, nicht wirklich. Es wäre auch irgendwie zu viel verlangt, da einfach auf den Knopf zu drücken, damit der Strom angeht. Was? Oh. Sehr schön. Der ist verladen, das heißt... So, wir gehen da jetzt einfach mal durch die Tür. Erstmal gucken wir, was hier ist. Eine Speicherstation oder sowas? Ne, was ist hier? Steuerung, Schließmechanismus offline. Mhm. Warum muss ich dich jetzt wieder rausziehen? Kann ich dich wieder rausziehen? Dich kann ich eigentlich wieder rausziehen. Was ist denn auf der anderen Seite? Steuerung, Schließmechanismus offline. Habe ich den nicht richtig eingehakt hier? Kann das sein? Ne, der ist schon richtig drin. Der hat Energie. Was könnte denn da jetzt noch fehlen? Ich kann dich aber wirklich nicht rausziehen, oder? Der will aber schon, dass ich da reingehe. Schließmechanismus offline. Verschlossen. Kann ich dich ziehen jetzt hier? Ah, so geht das. Ah, now we're talking. So, und jetzt kann ich hier sicherlich den Marker wieder rausziehen. Also teilweise zumindest. Die Brücke muss hoch. Und dann kommt er hier durch. Und dann werde ich angegriffen, na klar. Unbekannte Bioformen im Sektor registriert. Nein! Take the Butter Bridge down. Kommt er einfach hin aus der Ecke gekrochen. Wer noch? Da hinten. Oh, ah Gott! Don't jump me. Noch ein Gott. Oh, nicht nach Klamm. Verdammt! So. Du, jetzt hier auch noch, komm.
Sehr schön. Wer noch? Wer da? Oh, da kommen da noch mal welche. Was das eine Munition wieder frisst. Ah, da immer ein paar Health Packs gesammelt. Kann der Alarm aufhören hier? Das wäre ganz nett. Ach, jetzt muss ich den jetzt. Okay, ich muss quasi hier die Brücke hoch machen und den dann hier durchziehen. Och nö! Fahr rein! Da hinten schon wieder. Ha, super, jetzt wo ich schon durch bin. Das ist ja klasse. So, das haben wir aufgesammelt. Ja, das habe ich aufgesammelt. Dann gucken wir nochmal, was haben die hier hinten noch gedroppt. Hier noch irgendwie was Wichtiges. Hier liegt noch was. Was ist was? Kohle. Dann ist auch noch Munition. Auch noch mal Munition. Sehr schön. Damit kann man noch arbeiten. Stase ist auch voll. On to the next part. Moin, Tony Augsburg, grüß dich. Welcome to the show. Kontrollstation am Ende der Wartungsröhre. Wie, was, wo, ja? Och nö, nicht die schon wieder. Zwei. Mann, diese verdammten Data. Was die alles an Zeug ausspucken. Nimm einen blöden langen Arm da weg. Platz. Kann mich um den Rest kümmern hier. Sind das viele? So, und du? Ist immer noch nicht tot. Nur aber. Der noch. Hoi, Witzka. Moin, Jörgi. Welcome, welcome. Eklig. Aber jetzt können wir mal ein paar Medikits kaufen. Ich glaube, die werde ich jetzt gerade ganz viel benötigen. Oder? Luftkanister brauche ich, glaube ich, nicht.
Medikits brauche ich auf jeden Fall. 31.000, da kann man ein bisschen was mitnehmen. Maisox, grüß dich. Guten Abend. Where to go? Ich glaube, ich muss den jetzt da rausziehen, ne? Ja, genau. Und dann die Brücke kann ich nicht hoch machen, weil... Brückensteuerung. Was? Fehlfunktion der Brücke? Och, nö. Der hat doch bestimmt irgendwas dazu gesagt, oder? Ich habe nicht zugehört. Was sagt denn das Journal? Energiefluss zu verbringen. Ich habe keine Ahnung, wo Nicole hingegangen ist, aber ich sagte, ich müsste die Energiezufuhr zu den Brücken wiederherstellen. Hier in der Nähe müsste eine Wartungsröhre sein. Ach ja, die Wartungsröhre, genau, da war was. Ach. Der hechelt aber ganz schön, du. Speicher mal kurz. Und dann schauen wir mal, wo diese besagte Wartungsröhre ist. Betriebliche, schieß mich tot, Betriebsraum. Nee, da bin ich nicht. Wenn ich eine Wartungsröhre wäre, vielleicht diese hier, an der großen Tür. Ah. Eintritt Schwerelosigkeit. Kiste, komm her, ich muss dich zerstampfen. Ah, Gott, jetzt weiß ich gleich wieder nicht, wo oben und unten ist. Ich kenne mich dabei sowas doch. Ich bin gleich irgendwo, laufe ich an der Wand und dann ist es zu spät. Ich habe keine Ahnung. So? Kann ich da irgendwie ran? Nein, kann ich nicht. Was ist denn jetzt hier der Trick? Ah. Ach, jetzt kann ich den hier zumachen und dann ist die Brücke wieder heile. Sehr schön. Und natürlich kommen dann auch gleich wieder Monster, weil Monster wissen sowas immer. Sobald man Schalter anmacht, wird man angegriffen. Das ist ganz normal für dieses Spiel. So, wie komme ich jetzt wieder zurück? Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier reingehe, bin ich tot. Nee. Lass mich durch! Noch einer gewesen. Da! Einfach durch. Einfach durch. Augen zu und durch. Hab ich ihn erwischt? Hab ich nicht erwischt. Jetzt hab ich ihn erwischt. Oh, nein, da nicht durch. Da bin ich durch. Wer denkt sich denn solche Tunnel aus? Aber nicht original. Dreier Medipack. Cool. Und auch jetzt hier wieder ein Haufen Gegner. Na klar!
Warum auch nicht? Mal schauen. Na los, leg dich hin. Ach komm. Leg dich. Zum Stierkampf sollte man mich nicht einladen. Na endlich. Ich kann dir auch mal in den Rücken schießen. Und weg. So, wo bist du? Ah, Gott. Ist tot? Ja. Oh, sehr schön. Geht er mir auf den Senkel? Stacy. Wer labert denn da die ganze Zeit? Das ist aber nicht der Marker, oder? Doch, der labert. Ja. Ich glaube, ich habe die Brücke verklemmt. Der ist drin. So, nun können wir noch mal ein bisschen was einkaufen. Und zwar wollte ich jetzt gerade gucken, kann ich noch ein Medipack kaufen? Nee, kann ich nicht, aber ich kaufe mir mal kurz schnell hier Plasma-Energie. Einmal wenigstens. Lasagne! Yes, man. Bei mir gab es heute einen Nudelsalat. Frischen Nudelsalat ohne Mayonnaise. Einfach nur ein bisschen Grünzeug und Zwiebeln und Nudeln zusammengewürfelt. Sehr, sehr cool. Wer brüllt hier? Ein Brüllaff. Boah, langsam wird das aber hier sehr anstrengend. So, da ist er auch drinne. Damit hätte ich doch tatsächlich diesen Abschnitt auch schon wieder geschafft. Da war jetzt aber nicht viel los. Nein! Nein, ist ein Energieknoten, egal. Werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr brauchen. Jo, ich kann den FPS. Ah.
neues Spiel, Janni, ist klar. Wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Meanwhile. Eintritt Schwerelosigkeit. Naja, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Lalalalalalalala. Super anstrengend, alles nochmal. You go me on the nerves, game. I just want to finish. Na, guck mal, es ging vorhin nicht. Ah, komm her. So, dafür jetzt aber im Speedrun-Modus. La 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 la. Schnell hier anmachen und dann hier den. So, und dann da oben spawnt irgendwo einer. Wo ist er? Ah, wo kommt er? Ach ja, keine Ahnung. Wir gehen einfach hoch. Und einmal gehen wir da durch. Nee, warte mal. Doch. Hallo. Jump. Jump, Isaac. So, und dann gehen wir hier schnell durch und holen uns noch die Kiste. Und dann machen wir die einmal platt. Und dann gehen wir hier weiter. Und nehmen noch das mit. Gott, hier sind jetzt aber viele. Oder ich renne einfach weiter. Hatte ich sowieso vor. Und dann gehen wir, wo gehen wir denn durch? Hier gehen wir durch, ne? Ja. Och, jetzt muss ich den Ding nochmal besiegen. Urrr. Ich finde das auch immer geil, wenn Spiele dann irgendwie dir dann direkt sagen, bist du sicher, dass du beenden möchtest? Dein nicht gespeicherter Progress geht verloren. Du denkst ja, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Aber dann gibt es keinen Speichern-Button im Menü oder sowas. Ist auf dem Boden? Nee, noch nicht. Der stampft noch. Leg dich! Ja, sehr schön. Jetzt kann ich einen guten ballern. Und weg. Ja, komm, zeig dich. Oh! Zeig ich nicht. Tot? Noch nicht. Noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt aber. So, wie ich vorhin schon sagte, nachdem wir so einen Dicken besiegt haben, speichern wir natürlich erstmal. Das ist nämlich das A und O bei solchen Spielen. Wenn man große Kämpfe gemacht hat, dann erstmal speichern. Weil wir wollen ja nicht, dass das Spiel abkackt. Moin, Soul Challenger! Einen wunderschönen guten Abend. Und dann kaufen wir hier noch mal ein paar nette Sachen. Nämlich. Achso, kann ich hier noch was verkaufen? Luftkanister, Mittel. Nein.
lass mal Energie. Doom 1 und 2 gibt es bei der BFG Edition von Doom 3 dabei, oder? Warum kann man Dead Space 2 und 3 bei GOG nicht kaufen? Weiß es jemand? Ich denke mal EA und Money, Money, Money! Doom 2016 ist doch nicht Doom 4. Doom 4 gab's doch. Oder war es Quake 4? Verwechsel ich die beiden gerade. So, und was ich jetzt so im Gefühl habe, ich weiß nicht warum, aber ich glaube hier hinten ist noch... Ah, guck mal, ein Energieknoten. Quake 4 gab es, ja. Gab es auch ein Doom 4? Ich bin mir nicht sicher. Also jetzt nicht die Neuauflage von Doom, sondern... Das 2016er Doom war auf jeden Fall ziemlich geil. Quake 4 ist super, echt. Muss ich ja so nochmal nachholen. Es wurde, glaube ich, auch viel im Multiplayer gespielt, oder? So von Fatality und Co. Gibt's jetzt ja auch noch irgendwie einen Speicherpunkt? Ich habe nämlich keinen Bock, den ganzen Kram nochmal zu transportieren. Sieht aber nicht so aus. Wetten werden noch angenommen? What is this? Was soll das? Master, ich habe seit gestern habe ich dieses von Elgato dieses nette Stream Deck und da sind so einige Funktionen habe ich mir da jetzt drauf gemacht, unter anderem halt gerade dieses Facepalm. Okay. Was kann ich denn anders machen? Jetzt muss ich schon wieder den ganzen... Ich sag ja keine 300 FPS. Wir machen mal Folgendes. Grafik. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass es daran liegt. Warte mal, das ist falsch. Ich wollte Grafik. V-Sync ein. Oh, ist das laggy. Oh Gott, da wird mir ja schlecht. Da wird mir ja schlecht beim Zugucken. Ich krieg's nicht mehr hin, dieses Ding da durchzukriegen. So, tut mir leid, dass euch jetzt auch gerade schlecht wird. Von diesen 30 FPS, aber das interessiert mich jetzt. Fenstermodus und V-Sync an. Mach es. Fenstermodus und V-Sync an, echt? Das könnte ein bisschen problematisch werden. Konsolenmode. Vollbildmodus. Aus. Annehmen. So. Boah, ist das schlimm hier doch. So. Erstmal ziehen wir den da rein. Dann speichern wir das Ganze nochmal. Ja, ich bin 30 FPS nicht gewohnt und mir wird gerade ziemlich schlecht dabei.
Und vor allem das Schlimme ist, es ist so schwammig. Aber wenn es das jetzt richtet, ne? Ey, dann F dich EA. Wenn es nicht funktioniert, dann gucken wir uns ein Let's Play an oder sowas. Ich weiß nicht. So, ladies and gentlemen, welcome to round 3 of this awesome game crashing experience. Stimmt, ich habe jetzt auch hier leider keine Möglichkeit zu speichern. So. Komm her. So, du fährst jetzt hier rein. Vielleht nehme ich einfach mal den anderen Schalter. Das wäre auch eine Möglichkeit, oder? So. Den machen wir einmal voll, den Stase. Mehr sieht das Auge eh nicht. 24 FPS reicht vollkommen. Ich will immer nicht so gerne gegen Consoleros bashen oder sowas oder gegen Konsolenspieler, aber diese ganze Diskussion früher zur 360 und PS3 Zeit, alle mal, ja, 30 FPS reicht vollkommen, mehr sieht das Auge sowieso nicht. Und Konsolenhersteller und Spielehersteller, ja, das ist more cinematic, viel geiler und sowas alles. Und wir saßen alle da. What the fuck are you talking about? Und heute auf der PS4 und dann so, wow, 60 FPS und dann, yeah! Und ich denke nur, was seid ihr alles für Idioten? So, ich habe jetzt hier echt keine Möglichkeit zu speichern, ne? Wenn das jetzt funktioniert, dann fresse ich einen verdammten Besen. Wieso funktioniert das? Fick dich, EA! Ich will speichern, ich will die FPS wieder hochdrehen! Stell wieder um. Ja, kann ich das jetzt um? Ich will erstmal speichern, bevor ich hier irgendwas umstelle. You know? Aber es sieht nicht so aus, als würde ich jetzt hier nochmal speichern können, oder? Ich mache das, sobald ich gespeichert habe, weil ich habe Angst, wenn ich das jetzt mache, dass es dann wieder alles abkackt. Oh Gott, da kann er keinen Mensch schielen. Ich stelle das jetzt direkt um. Da wird schon nicht abstürzen. Ich vertraue auf das Spiel. Ah, nee, einfach die Steuerung. Nicht Audio, Grafik. Vollbildmodus, erstmal V-Sync aus und das ein, dann annehmen. Oh, herrlich! Vielen Dank an Linux Mint, Dankeschön für den Hinweis. Zisch ab, du dummes Drecksvieh! Für diesen Hinweis. Also, ich werde da nur noch, glaube ich, 17 Mal reingelaufen. Ja, sie futtert Besen. Sehr schön. Werden wir noch angenommen. Oh. Ja, auf Ryzen kannst du halt nicht zocken. Ja, das ist halt.
Wir wussten es schon immer. Horizon kann man einfach nicht spielen. What happened here? Something happened behind my back. Danke, Ice. Ich habe immer an dich geglaubt. Danke, Ice. Ich wusste, du würdest zu mir zurückkehren. Wir sind wieder ganz, Ice. Wir sind ganz. Kann ich hier rein? Notfall. Bio-orbitale Schwerkrafthalterungen offline. Tektonische Ladung gelöst. Aufprall in Kürze. So what? Den Sektor räumen. What? 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 Kontaminationszyklus aktiviert. Kendra, ach so. Ich verstehe kein Wort, du musst lauter reden. Nein, den habe ich ja gerade mühselig rausgezogen. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Jetzt endlich läuft es doch auf dieses arme kleine Ding hinaus. So ein kleines Ding. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Es tut mir leid. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Immer geliebt. Was machst du? Er weint und hält sie den Helm. Ich möchte speichern. Aufgabe hinzugefügt. Ah, zum Shuttle zurückkehren. Hat Kendra recht? Verliere ich den Verstand? Nicole war die ganze Zeit über tot? Was? Eine Halluzination des Markers. Von Anfang an hat er mich benutzt, damit ich ihn zum Landing zurückbringe. Er ist auf irgendeine Art lebendig. Er kann denken. Und jetzt ist er wieder in Kendras Händen. Ich muss zurück zum Shuttle und dann von diesem Planeten verschwinden, bevor der Gesteinsbrocken ihn zerschmettert. Ich wollte nur anmerken, ich habe immer noch nicht gespeichert. Also, liebes Spiel. Ich fühle mich gerade wie auf wackeligem Eis. Da ging es doch gerade rein, oder? Tür. Ja, der Animationsfilm war tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Speichern, bitte!
Hui! So. The final fight. Impulsgewehr. 3. Den können wir noch. So, das Impulsgewehr noch ein bisschen abgegradet. Und nochmal speichern. Was sagt mein Inventar sonst so? Plasmaenergie 75 Schuss. Impulsprojektile auch nochmal. I think we're ready. Falsche Tür. Sorry. Ich wollte hier einen dramatischen Auftritt machen. Oh oh. Kendra! Rip. No! Slams you into the ground. Naja, dass ich auf Game schießen muss, weiß ich. Erstmal inzielen können. Komm schon! Oh. Hör auf, dich zu bewegen, ja! Na, komm schon! Oh Gott! Open your heart, man. Arch. Ja? Ah, jetzt muss er wieder seine Verteidigung oben. Ouch! Shit! Kriegst immer nur eins zur Zeit raus, ne? John? Oh, knapp. Verdammt. So. Komm. Letztes Hart. Peace.
Yes, man! Open the door! Ach, so ging die ganze Zeit auf. Guna Moonwalker. Okay, daran muss ich noch üben. Ich höre die selber nicht. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir Dead Space. That was that. Wunderschönes Spiel, auch wenn wir jetzt am Ende hin ein bisschen Probleme hatten, aber ja. Ein. Gibt ja noch 2 und 3. 2 will ich auf jeden Fall auch noch wahrscheinlich dann irgendwann mal anfangen. Vielleicht jetzt, weiß ich nicht, ob es direkt hinter Dead Space kommt, aber das 3er habe ich noch nicht gespielt. Das werde ich zuerst mit meiner Verlobten spielen. Der ist nicht vor der Besen. Oh, herrlich. Ja, aber war ein cooles Ding. Sehr, sehr geil. Ja, so einen letzten mussten sie einem noch reindrücken, da, ne? So einen richtigen Jumpscare. Damit du ihn richtig schön verjagst. Ach ja. Kann man aber flott durchzocken. Das ist natürlich ein bisschen straight. Dead Space war für mich nie ein Horror-Game, da war System Shock gruselig. Ich fand Dead Space auch nicht gruselig. Hast du sehr schön gemacht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ach ja. Cool, cool. Justin Praisen. Sandra Völker. Sind wir schon bei den Deutschen angelangt? Oder wie? Concept Artist, Audio. Ja, was machen wir jetzt mit der angefangenen Zeit? Styrene ruselig jetzt, ey. Thanks, man. Oh, girl. Wir hatten uns da was überlegt. Und zwar wollten wir eventuell eine Runde PUBG spielen, aber nicht das alte PUBG, sondern das neue PUBG. Auf der neuen Map. Es gibt eine neue Map, da können wir mal so ein bisschen ja, auf Erkundungstour gehen und den 4x4-Klumpen, also 4x4 Kilometer Quadrat-Klumpen, erkunden. Die Insel.
Dead Space 2 und 3 ist doch Origin, oder? Jo, alles Origin. Ich glaube aber, Dead Space 2 gibt es auf jeden Fall auch auf Steam. Glaube ich. Anyway, gehen erstmal. Wir lassen jetzt natürlich der Nettigkeit halber die Credits hier noch durchlaufen. Kommt da noch was? German Public Relations müssten gleich durch sein. Was? Dead Space 2 muss aber Origin sein. Verso Ostkamok Rob. Gute Wolfie Dodger. Vergessen Sie, was ich schrieb. Was soll ich vergessen? Ja, it's good old. It's good old. Retail kaufen. Oh, da komme ich genau zu spät. Macht ja gar nichts, Rip. Das kannst du alles auf YouTube nachschlagen. Denn wir haben ja 2 YouTube-Kanäle. Ne? Also Ravioli und Ravioli Extras. Einfach einschalten und angucken. Ach ja, special thanks Anna Kurnikova und Suet Kai for the endless support. Ah ja. Barbara, Nicole, Kyle, Caitlin. Ach, jetzt werden sie alle aufgelistet. For my love, my all, Liliana and Alyssa Conry. Oh. Ob die noch zusammen sind? Sarah Sprinkles, Scott. Das fand ich bei Far Cry 5 jetzt cool. Da konntest du die Credits durchscrollen. Da konntest du quasi draufdrücken und dann die Credits durchgerast. War zu geil. This product contains of the technology license from O2 Technologies. Alright, zu Saft. Tod im All. Militärischen Anzug freigeschaltet. Hintergrundlogs freigeschaltet. 50.000 Credits erhalten. 10 Energieknoten erhalten. Modus unmöglich freigeschaltet. Das sind diese Versicherungen. Wenn Sie jetzt sterben, dann kriegen Sie 50.000 Credits umsonst. Speichern? Speichern Sie das Spiel und laden Sie es erneut. That was it. Das war Dead Space. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann spielen wir eine Runde PUBG auf der neuen 4x4 Quadratmeter, Quadratkilometer Map. Wahrscheinlich mit ein paar anderen Leute, zum Beispiel der Krecke und der Magic Emme und vielleicht noch jemand anderes. Ich weiß ja nicht, ob der Riebe mitmacht. Bis gleich.